Hey und hallo zu Sims 3, dem Inselparadies mit Lee Pumpkin und Maya Ocean. Und wir begrüßen euch direkt. Nanu, nanu, nana, was backt hier? Wir begrüßen euch direkt von einem ganz neuen Tauchplatz, aber den können wir leider noch nicht. Was ist hier los? Wände ausblenden. Ja, können wir leider noch nicht benutzen, so wollte ich sagen. Und ich weiß nicht, was genau Maya vorhat, weil im Grunde Maya, wenn sie Hunger hat, keine Chance hat hier mit Essen und so. Sie möchte echt kochen. Das ist der blanke Wahnsinn. Maya kocht. So, wir lassen sie kochen und Lee hat bestimmt auch Hunger. Genau, und dann schicken wir mal öffnen. Ich glaube, da ist nichts mehr drin. Gut, wir kochen, lassen beide mal kochen. Ich denke mal Tierfutter. So, Mittagessen servieren. Greta Käse. Heute machen wir mal Macaroni mit Käse. Ich glaube, das macht sie immer. Und da haben wir schon mal was zu tun. Maya, was machst du denn da genau? Was ist das? Weiterkochen macht sie. Gut. Im Großen und Ganzen wollte ich eigentlich mal sehen, wir haben ja hier auch noch so Aufgaben zu erfüllen. Maya soll zum Beispiel schneller Sprint 3 Stunden lang über die Insel sprinten. So, das würde ich dann auch mal... Oh! Maya hat sogar mehr gemacht als... Ich hätte jetzt fast gewettet, sie macht eine Portion. Das ist ein Salat geworden, Herbstsalat. Gut, dann packen wir den mal weg. Lee kocht ja auch noch. Oh Maya, das tut mir leid, du wirst davon bestimmt nicht satt. Ja, seht ihr, es geht überhaupt nichts. Und Bewässerung braucht sie auch. Sie könnte dann mal hier kurzerhand ins Wasser springen. Dazu sind wir ja hier. Und eigentlich sind wir ja auch hier. Es ist idyllisch, ja, Leute. Hier schlafen Maya und Lee und das ist irgendwie wunderschön, haben die das hier an dem Tauchplatz. Finde ich jedenfalls. Wirklich cool. Und was es dann mit dem Kraken auf sich hat, das versuchen wir dann auch in nächster Zeit irgendwie noch rauszufinden. Denn so ganz genau weiß ich es auch noch nicht. Gut, was ist jetzt los hier mit unserer Maya? Sie geht ins Badezimmer, alles in einen benutzen. Mal gucken, was dann Bewässerung hinterher macht und vielleicht schicke ich sie nochmal ins Wasser. Also zumindest bewässert sie hier dreifach. Also gut, wenn sie das Ding nochmal benutzt. Gut, ich schicke sie mal raus. Tauchgang machen. Geh mal einen Tauchgang machen. Nur für dich. So, wie ist denn das jetzt mit dem Briefträger? Unser Zwerg ist auch mitgekommen. Also der Briefträger kann auch hier Rechnungen... Gut, klappt denn das mit der Bewässerung? Geht gut, ich habe zwar keine Pfeile. Hier ist ein einfacher. So. Irgendjemand ist jetzt hier ein Wunsch erfüllt worden. Ich weiß allerdings noch nicht, wer. Weil ich hier auch die Wünsche nicht so beobachte. Leider nicht. So, zack. Macaroni im Kühlschrank und du kannst hier mal essen. Und nach dem Essen gehen wir mal an den Briefkasten. Wir haben nämlich hier eine Rechnung zu bezahlen. Und dann kannst du die Post nehmen. Und da wir ja neugierig sind, so Maya müsste tauchen. Wir können ja mal kurz gucken, wo sie ist. Ah, sie... Da ist Maya. Ja, sie träumt von den Kisten hier. Das machen wir aber erst, wenn Lee irgendwie soweit ist. Also von alleine machst du die Kisten hier nicht auf. Da guckst du dir alles gerne an und so weiter. Und du weißt ja, wo du wohnst, wenn du dann wieder nach Hause möchtest. So, Lee ist beim Briefkasten und es gibt Post. Die Rechnung ist bezahlt. Oh, Lee hat einen Brief von Carolina Itzhaka erhalten. Daran steht, ich halte es einfach nicht mehr aus. Immer wenn ich dich sehe, muss ich daran denken, wie wir unsere Lippen auf einen leidenschaftlichen Kuss aufeinander pressen. Hui. Oh oh. Oh oh, das ist natürlich... Eine harte Nuss, sage ich mal. Also, da haben wir uns ja ganz schön was eingebrockt. Naja, mal sehen, was die Lee überhaupt so daraus macht. Mal gucken. So, gibt es denn hier noch andere Boote? Im Moment, ich sehe überhaupt nicht ein einziges. Übrigens, warte mal, wie ist das? Also, so, ich kann Wasser untersuchen, Steine springen lassen, Haushundtiere schippern und so weiter. Tauchen und Köder wählen, aber ich kann nicht... Eigentlich war ich immer der Meinung,
dass wenn ich hier mit Lee aufs Wasser, dass ich dann hier irgendwas mit dem Kraken. Naja gut, das habe ich ja hier nach wie vor. Irgendwie rutscht sie immer hier runter. Ich weiß gar nicht warum. Wer ist denn da? Muss ja nur die Maya sein. Oh, guck mal, so ein schöner Fisch hier. Maya, siehst du den? Fang den doch mal. Weil ich ihn gerade gesehen habe. Sind hier noch andere Sims? Eigentlich dürfen hier keine. Ich sehe auch keine Boote. So, Maya ist flugs bei dem Fisch. Und wir schauen mal sofort wieder nach Lee. Wir wollen ja hier nicht zu viel vorwegnehmen. So, Lee, wie geht's denn jetzt weiter hier? Das ist ja blöd. Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Gar nicht. Mein Bild steht. Ja, ich glaube. So, wo kann ich denn hier diese Kochtipps austauschen? Das kannst du mal gleich so. Lee fährt Kochtipps austauschen. Und wenn du nämlich einmal in der Stadt bist, nimmt sie dann eigentlich jetzt das Boot? Ja, sie hat ja auch so ein schönes. So, ich hoffe, die Maya, die kommt dann mal wieder hoch, wenn sie dann durchgewässert ist. Denn Hunger hat sie auch. Ach so, jetzt war sie gerade unten. Da hätte sie natürlich gleich noch ein bisschen Seetang holen können. Wobei wir das ja flugs noch machen können. So, bevor jetzt, bevor Lee bei Rosemarie ist. War doch Rosemarie, wa? Gut, dann gehen wir nochmal ganz schnell zu Maya, denn. Ich glaube, die ist noch unter Wasser. Und solange sie noch da unten ist. Guck mal hier, da kann ich hier noch ein bisschen ernten. Wenigstens zwei, drei so eine Dinger. Das ist lustig. Ich höre hier unter Wasser, höre ich den Fernseher im Hintergrund von Lee und Maya, der oben läuft. Das ist ganz cool, aber wir brauchen hier irgendwie ein bisschen Tang. Wenigstens noch eine Pflanze. Sie holt ja meistens so drei, vier Portionen dann aus so einem Ding raus. Aber so viel gibt es hier halt auch nicht. So. Hier, guck mal, hier hast du noch so einen coolen. Ah, hier habe ich noch was. So, das ernten wir noch. Und das. So, und dann müssen wir nämlich da sofort wieder zu Lee schauen. So, und danach gehst du mal nach Hause, weil du hast ja dann noch andere Sachen zu erledigen. So, Lee. Was macht Lee? Ein Glas trinken? Saft trinken. So, warum tauscht sie denn nicht die Kochtipps aus, wie sie es machen sollte? Maya hat 2 Portionen Seetang gesammelt. Ich glaube, die hat noch mehr Seetang da. Lilo. Oktopus und so weiter und so fort. Ich glaube, die ist dann bald zu Hause, die Maya. So, wo ist denn die Lee? Also mit den Kochtipps scheint die überhaupt nicht zu klappen. Was hast du denn? Wenn man nicht auf alles aufpasst. Hast du denn dein Auto eigentlich mit? Ach, hier ist die doch, oder was? Honey Hamada heißt sie, nicht Rosemarie. Das ist Honey. Cool, und jetzt haut sie gleich ab und wir sammeln das mal eben hier auf. Sammeln. Jetzt mecker nicht. Geh sammeln. So, und dann wollte ich noch mal gucken kurz. So, Glückwunsch und so weiter und so fort. Habe ich jetzt hier alles eingesammelt, auch vom Ressort? Oder haben wir da noch Geld übrig? Okay, hier sind noch Simmelons abzuholen, die haben wir noch nicht abgeholt. Und dann gehen wir jetzt mal hier rüber. Damit möchte ich jetzt aber auch nicht den ganzen Part mit verbringen. Wir wollten uns das Krankenhaus kaufen. Das ist das Ding hier. So, wir werden Partner für 30.000 Simmelons vom Krankenhaus. Und sie fährt. Fährt sie zum Krankenhaus? Gut, dann müsste ich die Maya nämlich hier auch mal herschicken.
damit die dann nachher hier zusammen da sind. Okay, leuchtet ein, wa? Dann können die nämlich zusammen von hier aus zur Tauchstation fahren oder wohin auch immer. Valerie Vidal möchte plaudern, hat Maya Ocean Lust zu reden. Na klar, na, da entwickelt sich doch noch was. Oh je. Ah, Lee ist mit ihrem Auto gekommen, habt ihr gesehen, ja? So, hier hingehen und mein Spiel steht. Okay, sie geht dahin und wir gucken mal eben, was Lee hier macht. Aha, sie geht ins Krankenhaus, nicht weil sie sich das Bein gebrochen hat, sondern weil sie die Bude kauft. Und was ist hier unten? Duft eines neuen Autos. Apropos neues Auto, so neu fand ich das gar nicht. Und, ach guck mal, hier kann sie noch Steine sammeln, sehe ich gerade. Jo, jetzt sind wir zumindest erstmal Partner geworden vom Krankenhaus. Hier läuft Palmira Goldberg, Medina. Wie sieht Palmira aus und wer ist das? Ich habe sie noch nicht gesehen. Na gut, sie hat zumindest schon mal einen stolzen Gang. So, jetzt schauen wir mal. Wir haben noch 115.000 Simoleons übrig und, ah, sie quatscht ein bisschen mit Palmira. Gut, dann quatschen wir sie mal an und freundlich begrüßen. Hallo. Das ist schon cool, die haben sich noch nie gesehen. Geben sich die Hände. Hallo, guten Tag. Wie geht's dir? Quatsch mal nicht so lange, weil es wird nämlich schon reichlich wieder spät. Nee, Gruppen gründen wollen wir auch nicht und mach einfach mal irgendwas Nettes. Frag sie nach dem Alter. Wer ist das hier? Hier tauchen immer neue Leute auf. Eigentlich habe ich ja auch Maya gesagt, dass sie hierher kommen soll. Aber irgendwie kommt sie nicht. Warum eigentlich nicht? Okay, Lee, hör auf zu quatschen. Geh hier rein. Anwesen kaufen 75.000 Simoleons. Klar vergleichen wir unser Alter. Ich bin 215 Tage jünger als du. Also gehe ich mal davon aus, dass sie noch Teenager ist. Genau, sie hat sich hier hingesetzt für Hausaufgaben. Wer ist er denn mit der Taucherbrille? Okay, vielleicht sollten wir uns den Namen für später mal merken, weil vielleicht taucht sie noch auf. So, was ist denn jetzt mit der Maya? Kommt die hier inzwischen? Oh, da. Ah ja, davon haben wir auch noch nicht viel gesehen, ne? Von diesen Zombie-Typen hier und so. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, muss man sich da hüten? Wo ist sie? So, das heißt, wir haben jetzt das Krankenhaus gekauft. Oder zumindestens, ja, wie, was ist eigentlich hier? Sanatorium oder wie auch immer. Hospital. Umbenennen werden wir es auch noch. Und hier ist auch schon die Maya. Das trifft sich total toll, denn die brauchen wir jetzt gerade eben, denn wir wollen nochmal tauchen gehen. Wenigstens noch einmal. Hallo, Maya. Komm, sei mal lustig mit ihr, erzähl ihr einen Insiderwitz. Wir wollen sie nicht am Gespräch teilen. Wieso? Ach so, die quatscht schon wieder mit der. Gib ihr mal einen Schwebekuss und umarm sie mal richtig und dann ist alles wieder gut. Vielleicht kannst du ihr auch mal Kompliment machen. Es ist ja auch reichlich dunkel hier. Im Dunkeln sehen wir beim Tauchen wieder nichts, wa? Könnte zum Problem werden. Man kann aber Hospitale Tag und Nacht kaufen, wie man sieht. Ja, ihr Süßen, müsst ihr noch eine Gruppe gründen, um loszufahren? Ich glaube nicht. Wir gründen aber trotzdem mal eine und, hier ist ziemlich viel Verkehr. So, ich schau mal eben nach. Ich meine, ist ja egal, wir können jetzt hier ab in die Meerjungfrauengrotte und sie braucht noch ein Level. Da ist wieder so eine bunte Wolke, ne? Mit Maya Ocean. Zack. Und Ding. Hallo. Wollen wir das Vieh mal sehen? Ich würde ja gerne eigentlich doch, es reizt mich ja unwahrscheinlich, mich mit dem Tier anzufreunden hier irgendwie. Wer läuft denn da? Was für ein dober Sim? Da haut es gleich ab. Wer ist das? Schaut mal, das sieht mir ja aus wie Valerie. Halt mal an. Nee, Triton King läuft hier rüber. Das ist doch der Typ, den wir uns erst. Dieser Meerjungfrauen-Typ.
Der versaut uns hier alles. Wo ist das Pferd? Aber sie wollten jetzt eh tauchen gehen. Sie fahren auch schon. Okay, für heute machen wir einen Tauchgang und ich glaube, ich hatte schon mal erwähnt, wenn das Einhorn, ach, guck mal, es ist schon wieder weg. Wenn das Einhorn jetzt einmal auf der Karte ist, dann ist es auch öfter da. Also wir sehen es dann öfter. So, und jetzt wollen wir erstmal hier. Da ist nämlich Lee, die war ganz in der Nähe. Und die Maya natürlich auch, beide. So, ich würde jetzt trotzdem zusehen, dass so viel wie möglich Seetang zu finden. Und Maya, alles in Ordnung? Sie ist umgestiegen von unserem Boot. Nicht schlecht. So, Lee, es ist etwas dunkel heute, weil es ist schon abends. Aber können wir uns auch unter Wasser küssen? Ich glaube nicht, wir können nur quatschen und über Algen reden und so ein Zeug. Ja, sage ich ja. Über Fische können wir reden und du brauchst überhaupt nicht. Ah, da habe ich schon was gesehen. Das würde ich gleich mal angucken. Ich weiß auch nicht, es irgendwann. Gut, das kannst du schon mal aufsammeln. Das ist nämlich eine Muschel. Und irgendwann schließen sich die Kisten auch wieder. Aber ich bin mir absolut nicht sicher. Also irgendwie alle paar Wochen. Aber alle paar Wochen, das kann auch eine ganz schön lange Zeit sein, würde ich meinen. So, guck mal hier, Lee. Das kannst du mal aufsammeln. Und dann bist du schon hier voll beschäftigt. Und jetzt schauen wir mal, was die Maya so macht. Irgendwie ist die Maya nicht da. Doch, hier ist sie doch. Nee, du gehst nicht in die Tauchen und du gehst auch nicht zum Techtelmechtel. So, Maya, du kannst jetzt aber mal das einsammeln. Dann haben wir nämlich bald sehr viel von den Sachen. Und du wirst doch jetzt nicht die Lee irgendwie. Nee, hast du nicht. Da ist noch mehr. So, und hier ist die Kiste nämlich noch offen. Also ist die auch nicht zu. Vielleicht sollten wir zu den anderen Tauchbezirken mal gehen. Was ist denn hier mit Fischen oder sowas? Heute klappt's ja mal hier ein bisschen unter Wasser. So, und das Bild wollen wir auch nicht vorm Abend loben, denn noch fährt alles hier, noch läuft das Spiel. Vielleicht sollte ich mal ein bisschen höher gucken. Jetzt ist sie schon wieder. Sie will ständig in dieser Höhle techtelmechteln, aber ich meine, hat ja auch keiner was dagegen. Ist bestimmt total schön. Aber sie backen dann auf diese Insel. Das ist nach wie vor. Ja, sie kann es nicht lassen. Habe ich nicht mal irgendwas für sie hier, was sie sich an. Hier, guck dir das an. Inzwischen hast du was zu tun. So, oh, was haben wir denn hier? Hier habe ich noch mehr von dem Zeug. Und das kann auch die Maya sich einsammeln. Den und den. Dann haben wir wirklich. Ich glaube, hier haben wir sehr viel. So, die Maya ist okay. Und die Lee ist auch okay. Aber irgendwie. Habe ich doch gerade diese Muschel aufgesammelt oder nicht? Das interessiert mich jetzt ja doch mal ein bisschen. Nein, sie hat nicht die Muschel aufgesammelt. Ich habe ihr nur gesagt, sie soll sie aufsammeln. Und du kannst auch diesen Karpfen hier fangen. So. Und was liegt denn hier? Nee, nur eine alte Schüssel oder irgend sowas. Auch eine Muschel, aber eine für uns bedeutungslos, oder? Nee, kannst du sammeln. Guck mal. Komisch, von der anderen Seite konnte ich das, glaube ich, eben nicht. Sie ist nicht mehr da. Ja gut, nee, dann bleib mal kurz hier, dann gehe ich nochmal zurück. Ah, oh, sie waren Techtelmechteln. Na toll, ich denke, ich kann die tollsten Sachen hier einsammeln. Nichts kann ich. Weil die beiden sich nicht zusammenreißen konnten. Ihr, das kannst du mal der Maya geben.
Ja, total klasse. Jetzt kannst du auch nach Hause gehen. So, sie geht nach Hause. Und Lee geht auch nach Hause. Und mal gucken, wer zuerst da ist. Wo sie überhaupt sind. Das muss ja hier irgendwo in der Nähe sein. Mal gucken kurz auf die Karte. Aha, nein, natürlich. Wir sind ja bei dem anderen. Was macht denn eigentlich Lee das Level vom Tauchen? Sie hat Level 8. Wie verstehe ich jetzt nicht? Ich verstehe es nicht. Dow Jones, hat sie jetzt erst das Level 8 gekriegt oder wie muss ich das jetzt begreifen? Das ist ja ziemlich am Anfang. Wo sind denn die jetzt? So, ich muss nämlich auch mal gucken. Hier ist unser Hausboot und hier ist der Perlengrund und da kann man noch nicht tauchen, also Level 9. Das ist ja ein Ding. Die Maya ist eher da als die mit ihrem wirklich schnellen Boot. So, wie geht's denn den beiden jetzt? Das ist so, Lee kann erstmal hier rennen und was essen. So, du isst mal einen Herbstsalat. Ach, das ist ja süß. Sie fängt gleich. So, und irgendwie um das haben wir uns auch noch nicht gekümmert. Du hast auch Hunger. 49 mal Seetang. Das ist toll. So, da kannst du gleich aufhören, Sport zu machen. Das Vieh verkaufen wir. Den kannst du nicht essen. Und das? Den kannst du essen, den behältst du. Die Muschel ist 30 Simoleons wert. Die verkaufen wir auch. Karte geht nicht und das sind Lose vom Festplatz. Sie hat einen Regenschirm. Warum? Hat sie Angst vor Wasser? Hier sind auch Lose, 25 Stück. Und hier ist Rauchquarz für 19 Simoleons. Die kannst du schleifen lassen, nämlich zum Ovalschliff. So, und den Rest hat Lee hat ja dann nur Seetang geerntet. Hast toll gemacht. Und was ich hier eigentlich immer noch erwarte, ist dieser Krake. Aber sehen tut man ihn nicht. Und von der, wenn man auf die Kartenfläche geht, sieht man den auch nicht. Also, obwohl der euch riesengroß ist, ein Riesenvieh. Naja, lasst euch überraschen. So, wo gehst du jetzt hin? Ach so, du gehst jetzt diesen Stein reinpacken und dann schauen wir mal. War da noch was? Genau, dann gehst du jetzt hier rein. Nein, nicht schon mehr Techtelmechtel. Das hatten wir ja gerade das Thema und danach gehst du schlafen. Und die Maya. Die braucht auch keinen Harndrang und so weiter. Aber ich glaube. Hier ist immer noch eins. Lee, was ist los? Irgendwie gefällt es ihr nicht. Und du gehst auch schlafen. So, jetzt sind beide schlafen. Zumindest wenn, dann schon unterwegs zum Bett. Zack. Zack, Teller weg. Jo, ich habe sie beide schlafen geschickt. Und damit ist unser Part hier auch zu Ende. Schön, dass ihr da gewesen seid. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Schreibt mir in die Kommentare und lasst es euch gut gehen. Tschüss. Again.